Hey, Schuschel, willkommen zurück zur Let's Play Pokémon Rot. Ich bin jetzt also eine Vive und wir haben geklärt, Zapkant lernt Level 51 Döner und Rinmei hat jetzt Südwelle. Get on my level, das wird jetzt so bleiben. Auf jeden Fall, genau, Zerschneider brauchen wir jetzt nicht mehr, weil Traumfresser ja nicht mehr vonnöten ist. Das hat der Dude uns da unten nämlich gebracht. Also würde ich sagen, machen wir uns so langsam aber sicher mal auf den Weg nach Vertania City. Ich meine, ja. Oh, was? Überraschung! Ja, auf dem Weg zur Pokémon-Liga. Ja, alle Orden, aber cool. Wir werden mich für die Pokémon-Liga aufwärmen, indem ich dich besiege. Also los geht's. Goff, ey. You fuck twat. Aber hat auch schon 6 Pokémon, immerhin etwas. Jeez. Das könnte ein Problem werden. Ich bin Stein. Piu, was ist das denn? Piu. Ich finde schön, dass du Agilität einsetzt und der mir so ein Piu mir gibst, aber... Piu. Ja, du bist ohnehin schneller als mein Georock. Aber boostest weiter deine Schnelligkeit, because why not, richtig? Das lassen wir mal. Ne. Alter. Tauboss sieht in der Edition noch echt aus wie so ein ganz merkwürdiges Täubchen. Irgendwie ganz merkwürdig irgendwie. Ich weiß auch nicht. You are dead. You dead. Oh, why were move? Shinderu. Ja, Gobble kommt nach. Also, so. Ja, doch. Oh, wei. Oh, mal endlich was für Zunder. Endlich mal was für Zunder. Für Zunder. Firestorm. And you're dead. Spiegelei. Alter, so wenig. Killer Queen. Ist zwar schon bald hier auf einem Level mit unserem, mit Zapkant, aber ja gut. Das ist ja nicht so wichtig, nicht? Owai Wamu, Shinderu. Er sucht sich seine Pokémon aus und sie sind already dead. Ah, ich weiß, das ist keines... Oh Gott, das Ding ist Level 50. Oh nein. Oh nein, es... Er hält einen Panzer. Cool. It did like nothing. Ja, okay, aber offenbar ist er nicht der hellste. Also zünde ich ihn mal weiter. Jetzt ist... Das ist Zunder gewesen. Nachdem er zweimal gemerkt hat... Oh shit, Reflektor ist eine Attacke. Oh mein Gott, Zunder! Zunder lebt! Oh, scheiße. Komm, Sui. Weiß nicht, ob was aushält, to be honest. So auf jeden Fall. Oh, Sui, come on. I believe. You can die. Fuck. Ay, caramba. Er ist schneller, ne? Ah, shit. Yo! Okay. Ah, das ist auch effektiv. Kill it! I know you can! Oder auch nicht, scheiße. Oder er ist wieder dumm genug und setzt Reflektor ein. Nein, Zapkant ist schon genug gelevelt. Der kriegt erstmal nix. Der ist als kleiner Kind ins als kleines Kind ins Zaubertrank gefallen. Oh boy. Töte es mit deinen Gedanken. Ja, die Idee ist gut. Ich mag ich. Babu, Babu, Babu.
resistenter. Das passiert, wenn ihr Gorf Sachen übernehmt. Ging Surfer gerade daneben? Surfer geht nie daneben. What the fuck? Alter Schmerz. Oh, zu unvorsichtig, nee. Du hast Silberblick mit deinem Glurak eingesetzt. Hey, wir haben Pokémon-Liga vorbereitet. Smorgon, wenn du gewonnen hast, mehr trainiert. Ich glaube, du bist dessen bewusst, bis denn. Mein Team ist zwar in Stücken, aber gut, wen interessiert's, ne? Oh, ja, yeah, geil, jetzt darf ich wieder... Weißt du was, ich habe ein Fahrrad. Leck mich doch. Weil die Genauigkeit trotz Angaben 100% glaube ich 96. What? Echt jetzt? Es ist in eine Packung Sonderbonbons gefallen. Genau das ist das Problem. Es ist genau dasselbe Problem wie bei Obelix, nur merkwürdiger. Ich verstehe nur immer nicht, warum hier diese... Ich nenne sie mal Level 3 Pokémon... mir in die Quere kommen, obwohl sie nur diese Billow-Attacken haben. Ich meine, Giovanni hatte Nidoqueen mit Kratzer und Rutenschlag und Nidoking mit Tackle. Trägst den Felsorden, dann darfst du weitergehen. Du darfst nur passieren, wenn du mal den Quellorden besitzt. Wunderbar, du trägst den Quellorden. Okay, geh weiter. Du darfst nur passieren, wenn du einen Donnerorden trägst. Wunderbar, das ist ein Dönerorden. Hey, mein Dude. Du darfst nur passieren, wenn du den Farborden besitzt. Wunderbar, du hast den geil, geh. Musik ist schon ein bisschen nice hier. Und jetzt ist sie aus. Arme Sau. Weißt du, er muss die ganze Zeit im Wasser warten, bis so ein Bilbo vorbeikommt, der passieren will. Weißt du, er könnte hier auf der Insel sitzen, aber... Oh mein Gott, noch so ein armes Schwein. Aber das ist der mit dem Sumpforden. Alter, ihr tut mir echt leid. Ihr tut mir wirklich leid. Dünn, dünn. Dünn, 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 was sind hier für Pokémons? Boah, geil. Retter an Level 26. Warum seid ihr so ein Level? Das ist es nicht mal wert. Mein... Kanzunder hier... Something, irgendwas? Ist hier irgendwas, was tatsächlich bereit ist zu sterben? Irgendwas, was sich lohnt. Oh shit, hier rennt Arbok rum. 41, oh! Na, geht doch. Und angezündet. Giftblick, es paralysiert. Giftstachel, es giftet. Bodycheck. You dead. Ah ja, doch. Der kann hier was tun. Aber gut, wir gucken mal, ob Zunder tatsächlich in der Siegestraße was regeln kann. Du darfst nur passieren, wenn du bereit den Vulkanorden besitzt. Wunderbar, verpiss dich. Okay, setz deinen Weg fort. Geh weiter. Geh. Los, hau ab. Darf nur passieren, wenn du bereit bist. Nicht ordnen. Ne, was, ne, ne. Ne, ne, ne. Okay, bye. Oh ja. Wie sehr ich diesen Ort vermisst habe. Nicht. Ja, aber ich glaube, wir werden höchstwahrscheinlich nicht drum rumkommen, eine weitere Session Pokémon einlegen zu müssen, weil ich glaube nicht, wir sind up to level.
Ja, vor allem nicht mit solchen Kreaturen. Ich habe nämlich so das Gefühl, wir werden hier generell... Oh ja, besonders so, ne? Ja, hier gab es auch Foy-Foy-Kant, aber das ist die Frage, ob wir da rankommen. Also die Frage, ob wir rankommen, ist klar, nur ob wir es schaffen, es zu fangen. Toripuro, dafür würde ich gerne Pokémon Sonne erstmal durchspielen können, damit ich Community Battles machen kann. Ich habe ja nicht mal ein Team. Ich habe eine billige Entschuldigung, die mein Team schimpfen kann. Und diese witzigen Schieberätsel. Deswegen, also meine Theorie ist ja, dass wir es, glaube ich, besser... Wieso gibt's hier Level... Was? Wer hat sich das ausgedacht? Dass hier 26er Kleinsteins rumlaufen. Was soll denn da? Und Onyx. Ja, Mensch. Ja, das ist... Ja, Zunder hat hier absolut nichts zu sagen. Ich glaube, wir sind besser, wenn ich die Queen nach vorne packe. Oder gar Gobble. Und wir dann einfach damit alles niederbrettern. Weil sonst haben wir irgendwann ein Problem. Ah, shit. Ich konnte ihn immer noch nicht einschicken. Also von daher, ich kam da immer noch nicht zu. Ich muss das mal machen irgendwann. Body Slam. 24. Warum sind diese Viecher gerade mal läppisches Level 24? Das ist ein Problem. Das ist ein echtes Problem. Okay, Geo Rock hingegen... Du bist auf einmal 41. Ich weiß nicht, der Level Cap ist irgendwie echt merkwürdig. Weißt du, einige sind ja noch nicht mal über 30 hinweg, aber denn die entwickelten Stufen sind alle über 40. Das ist echt merkwürdig. Noch ein Macholo, noch so ein Irokesenkind. Noch so eine Verschwendung von Zeit. Oh, wirklich? Verpiss dich! So. Ach, genau. Ich nehme das obere. TM43! Ja, was ist das? Heuler. Himmelsfeger! Oh, Zapkan kann Himmelsfeger! Oh, cool. Naja. Ich brauche Level halt, ne? Meint die Arena irgendwie... was heißt die Arena? War das nicht so irgendwie, dass der letzte irgendwie Viecher an Level 60 hat? Ergo, das könnte ziemlich critical werden. Snobilikant. Okay, denn. Ich find's halt nur merkwürdig, dass das irgendwie so ungleichmäßig ist. Kann auch sein, dass mir das jetzt erst auffällt. Oh yeah. Oh nein, nicht wieder die Snobilikant. Nicht das Ding schon wieder. Bash ist weg. Meine sei das Trainer, ne? Und die hat auch eine... Wieso hat hier alles und jeder eine Peitsche? Was ist euer verdammtes Problem? Ich glaube, du bist gut, kannst du schlagen? Ja. Ich schlag dich nicht, du hast eine Peitsche. Hallo, was soll das? Dieser Knops. Ah, das war doch blöd. Was mache ich denn da? Da hätte ich doch mal tatsächlich Zunder hinschicken können. Schillock. Okay. Eine Schillerlocke? Sorry. Ich finde das einfach merkwürdig, dass hier jeder mit einer verdammten Peitsche rumrennt.
42. Alter, all deine Viecher könnten in ihrem letzten State sein, in ihrer letzten Stufe. Warum sind sie es nicht? Du nennst dich Ass-Trainer. Dabei bist du nichts weiter als ein Pantoffelheld. Kapurf! Ach, come on. Wirklich? Schlitz. War aber nicht cool. Body Bash. Oh, Killer Queen ist schon 50. Das ist unsere Queen. Immerhin eine Chance. Hattest du eigentlich nicht, aber ich lasse dir mal die Hoffnung, ja. Packen wir mal Rennen nach vorne. Krieg bestimmt auch noch ein bisschen was ab. Dann Gobble. Ja, Gobble dürfte eigentlich auch hier mal gut was machen können. Gerade gegen solche Konsorten hier. Aber Rinmähmäh werden wir brauchen. Gegen Ende. Ja, dead. It's Rocky. Sui, push das Ding. Push it. Push it to the limit. Oh, Knogger. Knogger sieht echt aus wie so ein Bösewicht aus einem Power Rangers, aus einer Power Rangers Folge. Der Kopf sieht einfach so merkwürdig aus. Ich bin ja ganz ehrlich, ich bin ein Riesenfan von der Alola-Version von Knogger. Aber ich muss mal, ich bin ganz ehrlich, sobald mein 3DS, die Capture Card, wieder funktioniert, ne, dann machen wir definitiv wieder Pokémon Sonne, so viel ist mal klar. Weil ich vermisse da so viele Viecher. Führt eine Art Abschlussprüfung für Präner da? Nee, es ist einfach nur fucking nervig, in der Höhle rumzulaufen. Und dann gegen solche Leute wie dich antreten zu müssen. So, das Ding überlebt nicht lange. Bye bye. Dead. Und Macholo, Alter. Warum Macholos? Warum hast du ein Level 43 über... Wieso hat das überhaupt nichts gebracht? What? What? Habe ich gerade die Memo nicht gekriegt? Was war das denn? Ha! Hau weg das Ding. Ja, den fetten Controller, ja, den vermisse ich. Aber generell sehr viel aus Sonne vermisse ich. Und das Schlimme ist, wenn wir das Spiel jetzt wieder anschmeißen, ne? Die ganzen Namen, die dann vorkommen, werden wahrscheinlich, ne? Psywelle ist random. Ach. Das sagt man mir jetzt? Weißt du, vorhin frage ich die ganze Zeit, ist das stärker als Psystrahl? Krieg keine Antwort. Jetzt frage ich mich, was hier los ist. Kriege Antwort. Mega Kick. Ja. Was kann die Queen nicht lernen? Das ist, wir sollten, glaube ich, viel eher anfangen, die Frage zu stellen, was kann sie nicht lernen? Okay, Psywelle ist scheiße, lassen wir es dabei. Ging daneben. Ja, doch, das, this was wasted space. Jetzt wird's lächerlich, also come on! Also wirklich, das ist ja wohl eine Beleidigung, ist das ja. Ging da ne... Alter! Ich bring dir gleich was anderes bei. Irgendwas Bescheuertes. Heuler oder sowas. Oh, come on! Wirklich? Nee, komm. Nee, komm. Level 24? Geh mir aus dem Licht. Jesus fucking Christ. Welches Level? 36. Hm.
Fuck off. Fuck off, Bighead. Packen wir mal Gobble nach vorne. Es ist sowieso die Frage, was machen wir gegen Lavados? Weil Lavados könnte ein Problem werden. Komm nur her, werde ich besiegen. Soll es eine Drohung sein? Du Nulpe. Ach du Scheiße, so... Für Psywelle gibt es eine Rechnung. Ach du Scheiße. Gobble. Nicer Move. Ja, Platscher gegen Lavados, das ist eine gute Idee. Das machen wir. Du Fickvieh! Snobillikant! Gottes Willen! Entohorn! Oh mein Gott, dein Sprite, ne? Ich erlöse dich mal von deinem Leiden! Entohorn sieht aus so... Hey! Na, was geht? Boah, das ist ein Laser. Scheiße. Oh, Mann. Alter, dieser Sprite. Oh, weia, ich bin besiegt. Ja, Mensch. Ein Hyperheiler. Geil. Endlich mal was umsonst. Das Problem ist, ich kenne auch leider den Weg nicht mehr zu Lavados. Siegeschoss ist sehr schwer zu meistern. Ja, ne? Ist ja auch nur, dass hier ein Legendäres rumläuft. Was sie in späteren Editionen nicht mehr gemacht haben, warum auch immer. Ui. Du willst streiten, ich merke schon. Wen schicken wir denn da mal rein? Nee, komm. Ich vertraue Gobble. Soll auch mal passieren. Ja, genau, weil ich mir genau das gedacht habe, dass das Ding Duplex-Heat benutzt. Aber da wir heute noch was vorhaben, benutze ich dann tatsächlich dann noch einmal die Speed-Taste. Genau für solche Methoden. Genau, wenn sich so ein Knödel denkt, boah, ich setz mal Duplex-Sieb ein. Ich weiß gar nicht, kann Lavados Feuerattacken? Ich glaube, es kann Feuerwirbel. Und Feuerwirbel war nervig. Oder lernt er es ja später? Ich habe keine Ahnung. Neue. Überroller. Sui könnte ich es wieder beibringen. Das wäre allerdings Verschwendung. Oh, nix. Das ist genauso, wenn du jemanden fragst, na, wie, was ist los? Und er so, oh, nix. Das ist genau das. Genau so. Du Slash. Kabasht. Volltreffer. Na, immerhin kommt Sui auf seine Kosten. Sui sei schon hier Gobble. Ja, komm. Geh mir aus dem Gesicht. Sowas, nee, das ist mir nicht mal die Erfahrung wert. Der bewacht ein Item aber ganz strikt. Man erzählt von einem Wunderkind. Was? Was ist deine Sorge? Einem Wunderkind. Alter, was hast du denn für Sorgen? Ah, Albträume. Die hab ich am liebsten. Eigentlich müsste ich Zunder da reinschicken. Ich hoffe, das funktioniert. Fuck you. Double fuck you. Staccato. Monstercado. Yes. Hit it. Kill it. Why? Das ist nicht gut. Sekunde, aber das können wir ja wieder, ne? Okay, noch ein X-Angriff. Dein Angriff ist sowieso durch Feuer gesenkt, also, ne? Bash it! Oh, komm schon, wirklich? Oh, scheiße.
Ja. Au. Verbrannt. Austausch. Ja, da kannst du dann wieder überhaupt nichts melden. Bäh, hey, nice Tits. Das ist Austausch. Ah, nein, doch nicht. Doch nicht Surfer. Was mache ich denn da? Ich gebe ihm noch mehr Wasser. Ja gut, jetzt kannst du es aber grillen. Dead. Und ein Akani. Ja, nö, das können wir auch lassen. Akani hat echt einen coolen Sprite in der Front. Das sieht echt nice aus. Sieht richtig plüschig aus. Sieht zwar ein bisschen aus wie Dracula, aber... Ja, Mensch, es gibt Schlimmeres, nicht wahr? Weil es könnte schlimmer sein. Der könnte eine Peitsche haben. Ein Top-Beleber. Wer weiß, wann wir den brauchen werden. So, wo muss der Stein hin? Das ist jetzt die viel eher Frage. Und ich plopp gleich ein... Warum ist hier ein Omod? Ja, das ist jetzt natürlich doof. Ja, ein bisschen doof jetzt. Das könnte trotzdem wehtun. Gut, dass das nicht funktioniert hat. Da hätte ich echt keinen Bock drauf. Das wird trotzdem wehtun. Aber es ist die Queen. JK, not that long. JK, not verwirrt. Ja, ich habe Discord. Mittlerweile hat, glaube ich, jeder Discord. Es gibt kaum noch welche, die tatsächlich Skype benutzen. Es gibt auch keinen Grund, warum. To be honest. Oh, nix. Okay, gut. Ich hau, glaube ich, echt einen Schutz rein. Ohne Witz. Weil ich muss sowieso wahrscheinlich grinden, bevor wir in die Liga können. Also ich muss sowieso ein bisschen einige auf Level bringen. Von daher wird das unvermeidbar sein. Och, ich kenne auch noch jemanden, der Skype benutzt. Aber ich sag mal nicht wer. Das ist, ja... Ich habe auch noch Skype, also so ist es ja nicht. Ich habe es auch noch, aber ich benutze es nie. Ich habe es jetzt letztens einmal gebraucht, weil jemand nur Skype hatte. Und ich war so, es gibt noch Leute, die Skype benutzen. Was für Höhlenmenschen. Nee, okay, gut. Ja, warte mal. Ich kann nichts mehr tragen. Ich habe zu viele. Ach, was soll ich mit Mega Kick? Trash. Geil, noch ein TM. Ich habe ja noch nicht genug davon. Ja, cool. Wen kann ich in die Luft sprengen? Natürlich nur Zui. Ja gut, nee. Tschüss. Don't need that shit. So, wo geht das jetzt hin? Bevor ich jetzt den Stein quer durch die Pampa schiebe. Ach, jetzt sind wir... Oh! Lavadong! Da ist Lavadong! Ja, ich glaube, wir machen erst Lavadong. Ich glaube, das dürfte sicherer sein. Versuchen wir es mal wieder... Wir hauen zuerst Rinmeimei fürs Paralysieren. Wird zwar wahrscheinlich wieder nie procken, so wie ich mein Glück kenne. Megacock. Ah, geil, das kann ich gleich wegschmeißen. Ich werde hier nur speichern, weil Arctos hat mich gelehrt, it's dangerous to go alone. Was mir eigentlich überhaupt nichts bringt, weil wenn ich sterbe, dann sterbe ich sowieso. Von daher. So, einmal hochheilen. Ups. Das heißt, sie hat keine Wirkung. Natürlich hat es Wirkung. Stell dich nicht so an. So, wir schicken wieder Rin an die Front für absolute Paralysierung. Jaul! Ja, außer! Boah, es sieht absolut merkwürdig aus, ja. Absolut merkwürdig. Oh nein,
war Feuerwirbel nicht. Nee, warte, Feuerwirbel war an sich super weak. Aber es war so ein Scheiß, ja. Yes, paralysiert. Und es hat Schnabel. Ja, ich hau mal wen anders rein. Sui hat sich hier mal als sehr zuverlässig entwickelt, muss man sagen. Und Schnabel tut ihm nicht viel, also von daher. Oh shit. Oh, soll ich nochmal einmal wagen? Was meint ihr? Ich mach noch einmal. Nicht critten. Yes, the dream. It's the dream again. Oh, komm. Jetzt wieder 30 Mal daneben schmeißen. Ja, damit habe ich gerechnet. Es ist aber weniger nervig jetzt als mit Arctos. Klar, Feuerwirbel ist ein absolutes Scheißding. Aber wir haben hier nicht solche Probleme wie mit Arctos. Seien wir ehrlich. Come on, hit it. Hit it! Wie immer noch? Wie verfehlt man das? How? Ich heile mich einmal, Sekunde. So. Greif weiter an, schön für dich. Nee. Ich habe halt keine Hyperbälle mehr. Und die Dinger sind... Ich habe auch kein Geld mehr dafür. Ich schmeiß mal ein paar Superbälle. Who knows? Das ist Pokémon verfehlt. Du bist einfach nur retarded. Ja, das ist doch, Alter. Weißt du, verfehlt. Das ist die dümmste Dummheit, ne? Mir gehen die Bälle dann aus. Und ich habe nicht vor, Mewtwo zu holen. Du kommst also mit mir. So oder so. Du kommst mit mir. So oder so. Lavados. Alter, you fucking twat. Lava twat. Ja, das ist eine gute Idee. Ich habe nämlich nur noch 5 Hyperbälle. Nur noch 4. Das ist deine letzte Chance, Lavadong. Lava twat. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Come on. Ihr seid alle drei von euch, ne? Könnt euch sonst irgendwo hin. Zwei noch. Oh, come on. Wirklich? You want it this way? This is the one. Der eine Ball. Und du schmeißt ihn daneben, you fucking idiot. You fucking blew it. Du hast es absolut verkackt. Aber weißt du was? Ich habe eh nicht vor, mir Mewtwo zu holen. Warum sollte ich? Ne? Also warum? Was soll ich mit einem Mewtwo, wenn ich es damals, wenn es mir nichts bringt? Also, again. Du kommst jetzt mit mir, ob du willst oder nicht. Du hast mich jetzt genug Geld gekostet, du Mistvieh. Er trifft nicht. Was für ein Blödsinn. Was für ein absoluter Blödsinn. Lavatwat. So. Immerhin haben wir jetzt alle Vögel. Was willst du denn jetzt? Geh mir nicht auf den Keks mit deinem Gejatze. Blutex, oh nee, wie knuffig. Ach komm, versuch's mal. Ich hoffe, das killt. Natürlich nicht. Und tot. Volltreffer. Nur um nochmal nachzutreten.
Frust kommt auf, denn der Ball trifft nicht. Das ist so bescheuert, ne? Der Ball trifft nicht. Wer bei Game Freak hat sich das ausgedacht? Er hat gedacht, boah, geile Idee. Lass Bälle einfach nicht treffen und du hör auf, mir mit deinem Schlafzimmerblick anzugucken. Ich grill dich. So, that's what you get. Die Queen, mächtigstes Pokémon. Und Schlurp. Ja gut, das ist natürlich ein bisschen doof. Ich Schlurp. Ach komm, Lutsch ist leer. Ne, mach das so, ich mach heute die Siegestraße noch fertig. Okay. Fucking Arschloch. Verteidigung kann ich jetzt auch nicht mehr retten. Gelasert. Ja, immer noch die Dings durch. Und dann, sehen wir zu, dass wir hier rauskommen. Beziehungsweise immer jetzt noch die Dingsstraße fertig. Und dann ist Feierabend mit Pokémon. Weil alles andere wäre Blödsinn. Ich muss leveln. Ich bin nicht up to date. Und die Queen, klar. Die Queen ist mächtig. Aber ich traue der Queen leider nicht zu, dass sie die gesamte Top 4 solo schafft. Wobei das eine witzige Challenge wäre. Meine Güte. Wisst ihr, ne? Ich habe langsam die Schnauze voll, mich immer wieder von überfahrenen Kindern hier ansprechen zu lassen. So, Sekunde. Deodorant aktiviert. Meine Güte. Ich will nur noch Heroes. Mehr will ich nicht. Nur noch Heroes. Und allein das hier, ne? Damals saß irgendwer bei Game Freak hier und hat gedacht, das wäre Gameplay. Einfach einen Stein schieben. Es muss so. So. Nee. So, genau. Das hätte ich mich beinahe vermurkst hier. Du musst einen Stein diesen ganzen Weg hier schieben. It's Gameplay. Achso, cool, hier komme ich nicht lang. Geil. Ja, damals gab es nichts anderes als Steine schieben. Ja, hast ja recht. Trainer sind geborene Kämpfer immer und suchen an stärksten Gegnern. Oh, shit, boy. Da will ja mal jemand zanke. Und auch du hast eine Peitsche. Wieso habt ihr hier alle eine Peitsche? Und natürlich hast du einen Zombie bei dir. Das wäre ideal für Zunder, aber Zunder hat jetzt leider nichts mehr zu melden. Zunder hat leider Sendepause. Shit, was machen wir denn da jetzt? Ich glaube, Zap kann da was regeln. Das Ding kann schlitzern. Aber boah, Schnabel. Schnabelbohr. Schnabeltot. Yay! Zunder kam nach! Jugong! Ja, Ju, wie süß. Hier, hab einen Donnerschock. Ich hab nichts Besseres gerade. Er ist mit dem nächsten Level. Brit! Wie kannst du es wagen, mich zu Brit? Mit einem scheiß Aurora-Beam. Boah, Chanera, nee, komm. Hi! Er stecht das Ding. Yo. Deleted. Kurbel wirklich stark. Oh ja. Nerv. Hey, Kids. Aber wenigstens sind wir hier bald schon durch. Das ist ja schon mal etwas. Ey, mein Dude.
Oh, da werden nur ein paar Auserwählte. Oh, shit. Ich bin zwar nicht der Dragonborn, aber das kommt später. Oh, Kingler ist cool. Kingler ist cool. I like Kingler. Auch wenn Krabby ein bisschen merkwürdig aussieht in seinem Sprite. Aber ohne Scheiß, ich mag hier Dings. Sag schnell. Kingler ist awesome. Es ist der King. Tentoxa. Das Schlimme ist ja auch, wo jetzt mal gerade die Frage... Alter, hat es echt die verschränkten Arme? Wow. Bananana. Sowieso. Ich habe ja nur Pokémon Sonne. Ich habe ja nicht mal Ultra Sonne. Also wie würde das überhaupt mit Community Games gehen? Ich glaube nämlich nicht. Also müsste ich mir erst Ultra Sonne und Ultra Mond holen, das einmal durchspielen im Stream. Und dann könnte ich irgendwann, dann könnte man irgendwann auch Community-Runden machen. Dann klingt das funky. Yay! Der Zapkant ist aber auch ein mieser Ficker. Und hat jetzt Döner. Was ist nicht. So, komm, du auch noch. Du willst auch mit mir schnacken. Gleich ist du wie... Okay, schön. Chill deine Zone. Behalt deine Peitsche bei dir. Ja, ich hab noch gewusst, dass du so eine bist. Level 43 Knopfenser, wirklich? Das besiege ich mit einem Feuer-Pokémon ohne Feuerattacken. Sag ich dir, das mache ich nur aus Prinzip jetzt. Das mache ich aus Prinzip. Das ist mir scheißegal. Ultriger, ich wünschte, ich hätte noch Feuersturm über. Um das Ding platt zu machen, ne? So, versuchen wir mal Zapkan noch ein bisschen nebenbei zu leveln. Wenn wir sowieso schon mal die Gelegenheit haben. Weil ich glaube, der wird hier uns später noch ein bisschen sehr hilfreich sein. Flugattribut, Donner, ja doch. Könnte lecker werden. Und ein Satzenia, komm. Nee, Satzenia. Das Mistvieh wird direkt aufgespießt. Wenn wir gar nicht erst wieder damit anfangen. Eieiei. Ja, das Schlimme ist, Cards Against Humanity würde ich sogar unglaublich gern machen. Aber ich glaube, mittlerweile ist Twitch da ein bisschen gegen. Ich weiß ja nicht, Twitch ist in letzter Zeit ein bisschen sehr saucy, was alles angeht. Warte mal, muss ich hier hoch? Ich glaube ja, ne? Nee. Nani? Danke für den Bild auf jeden Fall. Sekunde. Genau dann geht natürlich das Ding aus. Warte mal, nee, hier ist nicht der Knopf. Ich glaube, der war da unten, oder? Ja, ich benötige Stärke. Und mein Dude ist nicht stark genug. Also, das sind so diese Kleinigkeiten, wo irgendwo mit den weiteren Generationen irgendwie verschönert wurden. Und ich bin ganz ehrlich, das ist irgendwo eins der coolsten Features an Sonne gewesen, dass VMs einfach abgeschafft wurden. Ich meine, es ist einfach eine Attacke, die einfach deine anderen Slots blockieren einfach nur. Mehr ist es ja nicht gewesen immer. Von daher, einige nützlich, andere wertlos. Und von daher, das ist, wie ich finde, noch eine der geilsten Änderungen damals. Also, was heißt sie damals? Das ist ja relativ neu gewesen. Nani? Oh, noch ein Bit. Kassisige Straße. Gut, dass wir raus sind aus dem Scheiß. Ja, aber wir müssen hier dann leider... Übrigens das hier, ne? Level Design. Nani? Level Design. Na, 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 na. So, weil ich muss hier jetzt, denn hier müssen wir jetzt erstmal aufhören, weil ich glaube, mit dem Level, die wir haben, können wir die Pokémon-Liga vergessen. Seien wir mal ganz ehrlich zu uns selber. Wie sieht aktuell unser Team aus? Mal gucken. Wir haben Rinmeme 46. Viel zu low. Zunder mit 43, noch viel zu lower.
Killer Queen kann einiges regeln, aber allein schon bei Lorelei dürfte Killer Queen Probleme kriegen. Zui, 45, ein bisschen low. Gobble, 47, low. Subkant, crittet Lorelei, aber beim Rest wird es ein bisschen kritisch. Ich brauche also wieder ein bisschen Leveln. Und da ich euch das nicht onscreen antun will, weil das ist echt wirklich literally eine halbe Stunde, wie ich den hier mache. Nani? Du schaffst das, vielen Dank. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Beziehungsweise das nächste Mal machen wir denn die Arena, machen wir denn die Liga fertig und dann kommt auch der Pyro-Glitch nochmal, weil das will ich auch nochmal machen. Ich will wissen, was diesmal rauskommt, was bei Smorf passiert. Und das und mehr erfahren wir denn beim nächsten Mal. Bis dahin, bis dann. Bye.